Hier ist Dr. Mighty Nguyen Kim. Sehr gut, den Test hast du bestanden. Welchen Test? Dass Jakob auch begrüßt wird? Ich möchte nicht. Ach, guck mal, meine Beine sind ein bisschen zu kurz. Ja, das kenne ich, das kenne ich, das Problem. Das ist, da muss man, guck mal hier. Diskriminieren. Guck mal, was ich hier habe. Also, ja. Da sitze ich drauf, damit man mich überhaupt noch sieht hinterm Schreibtisch. Komm ein bisschen vor. So. Genau, so ein Stückchen weiter vor. Man soll sich's ja auch nicht zu gemütlich machen. Dann ja? wird man auch mehr engaged. So ist ja. das, genau. Herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist, Mai. Ich freue mich sehr. Du bist jetzt tatsächlich, und das habe ich nee, lass uns erst das mit diesem Alpaka-Code besprechen, damit das vom Tisch ist, ja? Du hast ein Glas Alpaka-Code. Ja. Warum? Das war ein Preis. Ja. Und zwar der Heinz Oberhummer Award wird jedes Jahr vergeben. Heinz Oberhummer war ein österreichischer Wissenschaftskommunikator und Physiker, ist leider verstorben, ja. war ein ganz großartiger Mann. Und um seinen Namen zu ehren und auch um Wissenschaftskommunikation zu unterstützen, ja. wird jedes Jahr dieser Preis vergeben, der auch sehr gut dotiert ist. Mhm. Aber zusätzlich mhm. gibt es ein Glas Alpaka-Code von der Oberhummer Familien Alpaka Farm. Ah ja, okay. Na, ist doch gut. Also ich meine, zack, reden wir drüber hier. Also irgendwie hat es ja geklappt. Ne? Nee, und ich meine, Alpakas, jetzt ist ja old news. Jeder hat Alpakas. Ja, absolut. Ja, in Brandenburg hat das jeder mittlerweile. Mehr als Hunde. Aber er hatte die ja schon gezüchtet und diese Farm lange bevor es cool wurde. Und der Alpaka-Code ist auch versiegelt. Getrocknet, versiegelt, und den kann man sich ins Regal stellen. Nicht wie bei Knossi, ne? Genau, das ist gut. Sag mal, du hast deinen Doktor hier in Potsdam gemacht, du warst auf dem MIT, du warst in Harvard, du bist Chemikerin, Wissenschaftlerin, hast dort gearbeitet in verschiedensten Bereichen, und nun bist du beim Fernsehen gelandet. Du meinst, weißt, das ist... Naja, also nee, vielleicht ist es was anderes, aber klar, also weißt du, auf was für eine einfältige Branche du dich da eingelassen hast. ob ich weiß, was ich hier tue. Weißt ja, da, ich meine, wir Realschüler, ich meine, also... Ist das eine Intervention, wollt ihr mich auch? Ich möchte einfach nur nicht, dass du irgendwann sagst, warum hat mir das niemand gesagt? Ich möchte nicht zu der schweigenden Mehrheit gehören, die nichts gesagt haben. Es ist tatsächlich so, dass, als ich angefangen habe, auch mit YouTube nur, ganz die... alle Leute aus der Medienbranche tatsächlich so auf mich eingeredet haben. Oder die fanden es ganz, ganz erstaunlich, dass ich wirklich etwas Gescheites gemacht habe. Ja. Dann wollten sie mal wissen, an was forschst du denn? Und das ist ja total toll. Und du machst ja was Richtiges. Und hör bloß nicht auf. Ja. Denn wir machen ja nur Fernsehen oder wir machen ja nur Medien. Und da können aber wir Wissenschaftlerinnen natürlich nur müde drüber lachen. Weil wir merken ja jetzt auch gerade, wie wichtig es auch ist, in der Öffentlichkeit vertreten zu sein. Es hilft ja auch alles nicht. Ne? Ich habe zum Beispiel, ich habe in der Doktorarbeit teilweise an so Drug Delivery Sachen geforscht. Und zwar jetzt ganz aktuell, also mRNA-Impfstoff. Ja. Diese mRNA, die kann ich... Schönen Gruß an Joshua Kimmich. Ja. Jetzt gut aufpassen. Ne? Also die mRNA wird ja nicht nackt injiziert, sondern dann wird die halt sofort vom Immunsystem gefressen werden oder so. Ja. Die könnte gar nicht viel bewirken. Die muss so verpackt werden in so eine smarte Hülle. Und an solchen Hüllen habe ich zum Beispiel geforscht. Ja. Und dann wird man denken, oh ja, warum hast du das jetzt aufgehört? Aber das bringt ja auch alles nichts, da Jahrzehnte seines Lebens im Labor zu verbringen, damit am Ende... Fußballer das dann doch nicht haben möchten. Ja. Deswegen ist es total wichtig, nicht nur die Forschung zu machen, sondern eben die auch zu erklären. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich das machen kann. Erzähl mal ganz kurz, My Think X, die Show. Wie würdest du das, gab es jetzt eine Ausgabe schon? Ja, kommen natürlich genau, noch viele am weitere. Sonntag. Genau, immer am Sonntag. Und bei ZDF Neo läuft das Ganze. Genau. Und natürlich kann man sich das online alles anschauen. Wie würdest du das beschreiben? Was ist da genau los? Wie vermittelst du da das, was du sagen willst? Also es ist 30 Minuten Vorlesung Deluxe, würde ich sagen. Ja, okay. Also es ist monothematisch. Wir haben auch gar keine festen Rubriken. Wir haben bisher auch keine klassischen Gast-Talks. Mhm. Nicht, weil ich keine Gäste haben möchte, sondern weil wir keine Zeit haben. Weil wir so viel erklären müssen, ja, so sehr ja ins Detail genug gehen. Zu sagen, genau. Und man muss sich auch konzentrieren. Also man kann nicht nebenbei noch durch TikTok scrollen und sich anflirten lassen, dann ist man direkt raus. Das geht nicht. Also Elevator Boys und Wissensvermittlung, das geht nicht Hand in Hand. Nee. Nacheinander. Nacheinander, ja. Genau. Ja, ist ja vielleicht auch gar nicht schlecht. Und sich dann zwischendurch, das ist quasi wie das Weißbrot in der Weinprobe, ne? Ja. Sondern zwischendurch immer so ein Part von deiner Show, dann wieder ein bisschen Elevator Boys zum Runterkommen, ja? Und dann wieder die nächste Erkenntnis.